Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Beim letzten Mal haben wir den Nathaniel befreit und sind mit dem Luftschiff auf diese Insel geflogen. Und schon fängt die Musik an. Ja, wir haben auch die Insel ausfindig gemacht und jetzt sind wir hier und haben uns hier schon mal ein bisschen umgesehen. Und damit machen wir jetzt weiter. Wir müssen nochmal sehen, da waren noch Bienen. Ja, und von denen wir etwas Honig nehmen können. Wir versuchen es nochmal mit der Angel. Der Wilbur hat uns ja letztes Mal sehr gut beim Angeln geholfen, aber diesmal irgendwie will das nicht. Okay, dann haben wir auf jeden Fall einen Fisch. Der müsste jetzt im Eimer sein. Der ist voll im Eimer, der Fisch. Gut, und hier. Wesen der Erde steht da. Ah, Wesen der Erde. Dann müssen wir die Würmer hinpacken. Und Wesen des Wassers ist der Fisch. Ha, jetzt verstehe ich das. Ich lege einige Wesen der Erde in die Nische. Ja, ist auch wieder gut. So, der Fisch, ich glaube, das war dann eben da. Der Fisch ist eindeutig ein Wesen des Wassers. Genau, und Wesen der Luft sind die Bienen und der Erde. Ach so, haben wir ja schon. Und Luft und Feuer. Oh, Feuer. Ach so, das könnten ja auch die Bienen sein, weil es brennt, wenn die stechen. Ist hier denn noch was bei den Blumen? Nee, aber hier mit dem Vogel, der ist ein Wesen der Luft. Hallo, Cheep Cheep. So, da gibt es so eine Nische. Was? Da gibt es so eine. Warte, nochmal. Da gibt es so eine Wesen der Luftnische. Okay. Ich bräuchte deine Hilfe. Ja gut, machen wir das mal so. Kannst du mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Vielleicht kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. Auch keine schlechte Idee. Das ist ja ein Kolibri. Ah, tatsächlich. Er lockt sie weg. Hör doch mal schnell hin da. Schnell, solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Aber ich habe kein passendes Gefäß. Ach so, okay. Da brauchen wir noch ein Gefäß. Ja, und der Vogel muss dann danach da rein. Aber Moment, was war's? Das ist die Nische für das Wesen der Luft. Ja, da kann sich der Vogel hinsetzen. Und hier, Wesen des Feuers. Unter dieser Nische steht Wesen des Feuers. Ja, was haben wir denn noch hier so? Dann irgendwie da vorne noch was. Das sind Feuerfeen. Sie sind sehr selten. Ich habe schon seit 200 Jahren keine mehr gesehen. Ja, und wie kriegen wir die? Feuerfeen bestehen aus reinem Feuer. Sie müssen den ganzen Tag Nektar suchen, um ihre Flamme zu erhalten. Ja, okay, die brauchen wir. Aber mit der Angel kriegen wir die wahrscheinlich nicht. Darauf stelle ich mich lieber nicht. Sieht ziemlich brüchig aus. Ja, okay. Wie kriegen wir die jetzt? Wir haben auch kein Gefäß für den Honig. Wir müssen mal hier mit ihm hier reden. Vielleicht weiß er ja was. Wo gehst du da jetzt hin? Kapitän Bonnet? Aha, okay. Und Sie sind ganz sicher, dass Sie das Luftschiff reparieren? Klar, wieso denn nicht? Es rieselt Brötchenkrümel. Sagen Sie mir nicht, wir sind diesen Umweg gestern geflogen, um Brötchen für Sie zu holen. Wo denken Sie hin? Also war es nur Unfähigkeit, das dachte ich mir. Ah, okay. Wollten Sie mir das Glas an den Kopf werfen? Hallo? Aha, danke für das Glas, das brauchen wir doch. So, Marmeladenglas. Lecker. So, also nochmal hier. Unser Cheep Cheep muss uns helfen, die Bienen abzulenken. Hallo, Cheep Cheep. Ah, oder ist das für die Feen? Ah, Moment mal. Bis später. So, das könnte auch sein für die Feuerfeen. Probieren wir das mal aus. Nö. Dann, doch nicht. Okay, dann eben so. Da. Hallo, Cheep Cheep. Du.
Nehmen wir mal Kannst das du mir nicht irgendwie helfen? Ich weiß auch nicht. Erkundungsflüge machen, einen anderen Eingang in den Tempel finden, Kapitän Bonnet vom Schiff schubsen. Wieso darf dein Vogel helfen, ich aber nicht? Cheep Cheep kann auf sich aufpassen. Ich auch. Ich bin Diplom-Magier. Ja? Dann zaubere uns doch mal das Tor auf. Ja, das geht wohl nicht. Okay, dann eben das hier wieder. Kannst du mir vielleicht helfen, an den Honig im Bienennest zu kommen? Ja, vielleicht doch, kannst du sie ablenken. Du fliegst doch viel besser als die. So, und jetzt gleich hin mit dem Glas. Schnell, solange Cheep Cheep die Bienen ablenkt. Ja, los, das beeil ich doch. Das red nicht so viel. Es ist nicht viel Honig im Glas und er ist mit... Oh, jetzt habe ich das weggedrückt. Moment. Sag doch was zum Honig. Es ist nicht viel Honig im Glas und er ist mit Wabenresten gespickt. Aber für ein Brötchen würde es reichen. Für ein Brötchen und eine Biene ist auch noch mit drin. Ja, gut. Und was machen wir jetzt damit? Vielleicht hier die Feuerfeen anlocken. Oh, das könnte gehen. Die Feen sind vorsichtig. Sie halten sich von mir fern. Ja, dann musst du das Glas da hinstellen. Moment. So, oh. Das könnte funktionieren. Die intellektuellen Fähigkeiten von Feen werden völlig überschätzt. Put, put, put. Lecker Honig. Oh ja, da kommt was. Schnell den Deckel drauf machen. Hab ich dich. Okay. So, wie sieht's denn aus? Ja, da ist was drin. Und das muss jetzt irgendwo dahin. Das passt nur dahin. Okay, der Mauszeiger zeigt's an. Das kleine Biest kann man schon ein Wesen des Feuers nennen. Ja. Okay, und jetzt muss Cheep Cheep uns wieder helfen. Hallo, Cheep Cheep. So, wegen der Nischen. Es fehlt nur noch ein Wesen der Luft und du bist doch eins. Jetzt fehlst nur noch du als Wesen der Luft. Nun komm schon, setz dich bitte in die Nische. So, sehr schön. Na siehst du, keine Falle. Allerdings öffnet sich auch die Tür nicht. Vielleicht muss man... Cheep! Oh, oh. Mm-mm. Hallo? Cheep, Cheep? Ach, da ist er ja wieder. Den Göttern sei Dank. Dir ist nichts passiert. So schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Also gut, aber nicht gleich die ganze Flasche. Bis dann, Cheep. Okay, haben wir das alles jetzt hier? Gut, dann können wir hier reingehen. Das ist eine coole Idee mit dem Wesen der Luft und so weiter. Ja, gut. So, also gut. Oder? Moment, haben wir alles? Ja, das kennen wir ja schon. Und wir könnten Wilbur nochmal fragen. Irgendwas? Ich komme schon gut allein zurecht. Und wenn ich Gnomenhilfe brauche, dann weiß ich, wo er steht und schmollt. Auch gut. Ja, okay, dann also hinein da. Willst du mit? Aber klar. Okay, aber bleib hinter mir und fass nichts an. Und was ist mit dem Herrn Profi-Schatzsucher? Kommen Sie? Naja, hier gibt es immer noch einiges auf dem Schiff zu tun. Ja? Dann wollen Sie lieber hier draußen warten und uns warnen, falls die Schatten oder diese reizende Kopfgeldjägerin auftauchen? Andererseits wärt ihr im Tempel ohne mich völlig aufgeschmissen. Ja, und jetzt kommt er doch mit. Okay. Und fass nichts an. Wenn ihr irgendwo einen Edelstein seht, ruft mich. Es könnte eine Falle sein. Wenn Sie so ein Experte sind, sollten Sie da nicht vorangehen? Nicht alle Fallen lassen sich rechtzeitig entdecken. Der Expeditionsleiter sollte in Sicherheit bleiben. Halte dich von ihm fern, wenn du leben willst, Wilbur. Ach was, dieser Tempel ist uralt. Was sollte schon passieren? Ja, das werden wir gleich feststellen. Hätte jetzt nicht etwas Unerwartetes passieren sollen? Schluss mit der Blödelei. Das kommt wir gleich. Haben eine Aufgabe. Kommt schon und bleib dicht zusammen. Gerne auch sehr dicht, meine Liebe. Ich... Ja!
Wilbur steht da. Und der ist ganz unten. Na toll. Ganz ruhig bleiben. Ich lasse mir etwas einfallen. Okay. Ah, jetzt kann man ihn auch mal... Ah, okay. Gut. Wir sehen uns erstmal ein bisschen um. Da kann man doch gewiss dran drehen. Ringe. Okay, wir gehen erstmal ein bisschen weiter und gucken, was da ist. Oh, interessant. Ah, aber hier... Moment. Kletter in den Schacht. Okay. Und hier gehe tiefer in den Tempel hinein. Okay, gut. Dann, Mein erster versunkener Tempel und sofort bin ich in eine Falle gelaufen. Mal sehen, was Wilbur sagt. So cool. Oder kann, sagen wir mal so. Irgendwie nichts. Gut, und er? Na ja, klar. Wer landet ganz unten im Matsch? Ich hoffe, das ist Matsch. Es ist so dunkel hier, dass ich die Hand vor Augen nicht sehen kann. Gehe in die Dunkelheit. Ich glaube, nee, will ich doch lieber nicht. So, gehen wir wieder hier zu Ivo. Ja, dann betrachten wir doch mal die Ringe. Hm, vier übereinander angeordnete Steinringe. Sie sehen aus, als könnte man sie drehen. Auf den Ringen sind Symbole. Ja, die Frage ist nur, wie man die Ringe drehen muss. Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit Ausprobieren komme ich nicht weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten. Naja, das kommt daran, wie viele Symbole auf so einem Ring sind. Vermutlich sind es 4 oder 5. Dann ist das ja nicht so viel. Aber viel genug. Ja, wir bräuchten dann irgendwie Hinweise darauf. Ja, die finden wir weiter innen im Tempel. Bestimmt. Dort geht es tiefer in den Tempel. Ich sollte sehr vorsichtig sein. Ja, aber du musst eben mal ein bisschen hineingehen. Ach, da war jemand unvorsichtig. Okay, betrachte den Vorsprung. Betrachte das Tor, die Fratze. Okay, und da kann ich wieder rausgehen. Ja, und da unten, das bei dem Skelett ist nichts. Na, dann betrachten wir doch mal den Vorsprung. Auf dem Vorsprung glitzert etwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Und ich komme auch nicht dran. Ja, aber du könntest das mit der Angel versuchen. Nö, geht nicht. Okay, dann das hier. Hm, dieses Tor hat keine Klinke, keinen Griff und kein Schloss. Nur diesen Kristall. Ja, vielleicht reicht das ja auch schon. Berühre den Kristall. Ja, machen wir mal. Wow, das sieht vielversprechend aus. Nur, es passiert nichts weiter. Okay. Gut, dann müssen wir da noch irgendwas machen. Dann betrachten wir mal die Fratze. Seltsame Fratze. Der Mund ist auffällig. Es scheint, als solle man das Ding mit etwas füttern. Da drüben ist noch so ein Gesicht. Es sieht genauso aus wie dieses hier. Das da. Ja, und hier ist doch so ein Kristall und da ist auch so ein Kristall. Den müssen wir irgendwie kriegen. Betrachten wir die nochmal, aber da kommt wahrscheinlich das Gleiche. Ich schätze, man soll einen Kristall in die Halterung einsetzen. Genau wie bei der Tür. Mhm. Und da oben ist einer und da ist auch einer. So, betrachten wir mal diesen Vorsprung. Auch auf dem Balkon glitzert etwas. Dürfte der zweite Kristall sein. Genau, der erste ist ja hier. Und hier sehe ich noch was. Untersuche den gescheiterten Abenteurer. Mhm. Dass wenn man hier auf den Abenteurer selbst geht, geht das nicht, aber hier auf die Machete, da geht das dann. Den Abenteurer hat's erwischt. Da hat auch seine Machete nicht geholfen. Ja, dann könnten wir, genau, die Machete mitnehmen. Okay. Ja, was wir damit machen, weiß ich auch noch nicht, aber uns wird schon was einfallen. Wie kommen wir jetzt da hoch? Ja, sonst gibt's hier irgendwie... Ah, oh, Moment mal, Wasser. Da muss man die Dings reinsetzen und da dann drehen. Aber hier, das Wasser.
Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. Okay, und das war alles? Nochmal. Es müssen hunderte Quallen sein. Man sieht kleine leuchtende Punkte auch noch in vielen Metern Tiefe. Ja, es wunderbar. Es sieht wunderschön aus. Die Leuchtquallen tauchen das Wasser in ein schummriges Licht. So, und da kann ich wieder dran. Okay. Ja, sonst ist hier irgendwie nichts. Dann müssen wir mal wieder nach draußen gehen. Hallo? Okay. Dauert ein bisschen, bis das reagiert. So, klettere in den... Aber genau, hier haben wir jetzt noch nichts herausgefunden. Wir haben jetzt... Moment, hier, das wollte ich ja. Eine Machete gekriegt. Ja, dann klettern wir doch mal in den Schacht. Ah, da kommt man nach oben eventuell. Ich gehe da nicht runter. Es reicht, wenn Nate und Wilbur da herumwerkeln. Ja, aber vielleicht nach oben. Dann müssen wir das mal mit den anderen beiden ausprobieren. Aber Wilbur kann ja nichts machen. Irgendwie. Dahin? Nee. Er kann sich nur umdrehen. Moment, da ist doch was. Betrachte die Steinplatte. Ah, okay. Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Tja, hier sind viele Steinplatten, ne? Das ist so etwas wie eine Steinplatte. Sie lässt sich nicht bewegen. Okay, dann müssen wir mit ihm weitermachen und mit ihm mal in die Dunkelheit gehen. So, geh in die Dunkelheit. Ja, okay, eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt nicht. Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber genau hier stehen. Nach allem, was ich weiß, könnte ich auf einer dünnen Felssäule stehen, umringt von Piranhas mit Knüppeln. Ja, dann betrachten wir zumindest mal die Umgebung. Ich sehe nichts. Ja, wie ich kann betrachten. Taste die Wände ab. Ja, okay, dann mal das. Ich werde verzweifeln und mich panisch an den Wänden entlang tasten, nur um einen Ausgang zu finden. Noch nicht. Ja, noch nicht. Okay, was ist hier noch zu tun? In die Dunkelheit gehen, aber das will er ja nicht. Ja, aber irgendwie... Solange es stockdunkel ist, bleibe ich lieber genau hier stehen. Nach allem, was ich weiß, könnte ich auf einer dünnen Felssäule... Okay, dann muss doch Ivo wieder weitermachen. Aber mit der Machete alleine bringt das doch auch nichts. Oh, Moment, Wurzeln betrachten. Ah, okay. Wo waren die nochmal? Hier. Ich frage mich, woher diese Wurzeln kommen. Große Bäume gibt es hier eigentlich nicht. Vielleicht gab es sie früher und das hier sind Überreste der alten Wälder? Ja, das könnte sein. Kann man damit irgendwas machen? Einsammeln? Die Wurzeln sehen ziemlich stabil aus. Einige sind fast armdick. Vor allem die hier. Ach, Moment mal, da kann man ja mit der Machete dran gehen. Ha, so. Ja, schön. Und die Machete ist dabei kaputt gegangen. Schwinge dich auf die andere Seite. Ah, okay. Aha, und jetzt kann man wieder rausgehen. Okay, was ist da draußen? Sieht alles noch aus wie vorher. Das Tor ist auf. Da ist nichts zu machen. Ja, okay, und hier? Nee, auch nicht. Gut, dann müssen wir wieder hineingehen. Es muss drin eine Lösung geben. Los, wieder auf die andere Seite schwingen und dann... Und dann, Ich schätze, hier muss man irgendwelche Kombinationen einstellen. Aber mit Ausprobieren komme ich nicht weiter. Es gibt tausende Möglichkeiten. Ja, es sind aber nicht tausende. Ja, ist hier noch irgendwas? Moment, habe ich was übersehen? Nö, das nicht da. Und dann da vorne nochmal eben gucken. Oh, schau in den Abgrund. Ach, da kann man auch noch was machen. Okay, wir machen erst das hier. Alles klar bei euch? Alles ganz wunderbar. Mir geht es gut. Ja, also sie hält einen großen Sicherheitsabstand. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, da oben könnte man schwinge dich auf die andere Seite. Ach so, ah, okay. Ja, das kennen wir ja schon. Dann müssen wir nochmal da hinein. Irgendwie muss es ja dann weitergehen. So, hier nochmal. Das Wasser, das. Ja, gut, das haben wir ja schon alles. Dann da nochmal. Wow, das sieht vielversprechend aus.
Okay, der leuchtet. Es passiert nichts weiter. Ja, da müssen die anderen zwei Kristalle auch da drin sein. Und die anderen beiden müssen da dran gehen dann. Okay. Ach, vielleicht kann man die Angel mal benutzen. Hier, da und eine Qualle angeln. Nö, auch nicht. Ja, dann... weiß ich auch nicht, was wir machen können. Naja, ich werde mir was überlegen und dann sehen wir das in der nächsten Folge, was ich mir so ausgedacht habe, wenn mir denn was eingefallen ist. Und wenn nicht, dann werden wir in der nächsten Folge schon irgendwie was finden. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.